Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wagen. So, es gibt heute eine große Blattlegung für euch mit den Lennemond-Karten. Und zwar schauen wir uns an, was als nächstes kommt, ja, also in den nächsten Wochen, ja. Als ich jetzt die Karten gemischt habe und die Kamera war noch nicht an, aber ich war schon in der Waage-Energie, ist einmal der Ring rausgeflogen und dann noch ein zweites Mal wieder der Ring. Ja, also es geht um eine Beziehung, um einen Vertrag. Ja, ja, es kann ein Arbeitsvertrag sein, es kann eine Partnerschaft sein, es kann ein Autovertrag sein, ja, oder irgendein Vertrag schließt man hier ab. Ich denke, das könnte hier bei euch als nächstes ein Thema sein für meine Wagen. Ja, lass mich noch ein bisschen mischen. Auf jeden Fall werde ich mir alle Bereiche von euch anschauen. Also Liebe, Beruf, Finanzen und Allgemeines, was ich so entdecken darf. So für die Wagen, was kommt hier so als nächstes in den nächsten Wochen? Ah. Okay, das ist hier entweder ein Streit, dass man hier einen Streit hat, dass man hier eine Kommunikation hat. Ansonsten ist das der Glücksbote. Ja, das sage ich euch. Ja, das ist der Glücksbote. Okay, also gut. Jetzt mische ich aber nochmal. So, die Waage. Also gut, es darf losgehen für euch. Für die Wagen. So, jetzt nehme ich noch die großen Arcana-Karten, weil ich noch ein Thema wissen möchte. Also, was wird denn hier unter anderem noch Thema sein in den nächsten Wochen? Was kommt hier auf meine Wagen zu? Die Sonne, das ist jetzt aber umgedreht. Trotzdem ist es eine sehr starke Karte, aber wir schauen mal. Ja, ich würde es tatsächlich nehmen. Normalerweise nehme ich es erst, wenn es rausfällt, aber irgendwie habe ich mir gedacht, komm, das passt jetzt. Okay, kleinen Moment. Ich möchte das nur ordentlich in die Kamera verschieben. Noch ein bisschen auf die Seite. Die Sonne. Also die Sonne ist hier umgedreht. Das ist die Löwe-Energie. Und wir haben hier... das ist ja auch die Waage-Energie. Schau mal an. Das ist Stier und Waage. Ja, das ist die Herrscherin. Kleinen Moment. Mir gefällt das jetzt hier gerade nicht, wenn das so schräg ist. Gefällt mir noch immer nicht. Kleinen Moment. So... noch ein bisschen. Jetzt. Also. Also es könnte eine Blockade geben, ein Problem geben mit der Schwangerschaft. Ja, weil es ist irgendwie Wachstum. Oder ein Problem, eine Blockade mit einem Wachstum. Ja, mit einer Entwicklung kann es hier eine Blockade geben. Es kann auch ein Problem geben mit einem Kind. Ja, vielleicht passt es eher für viele, was eine Blockade bei einer Entwicklung, ja. Das könnte vielleicht für viele eher passen, ja. Nicht jeder hat Kinder. Okay, dann lass mal schauen, was ich hier noch sehen darf. Okay, also hier kommt etwas rein im Bereich der Gefühle. Oder aber im Bereich der Finanzen. Ja, der Bote bringt dir hier was, Informationen. Wow, wow. Also wie gesagt, das ist jetzt, weil ja der Ring zweimal rausgefallen ist, bevor ich die Kamera eingeschaltet habe, habe ich ja vorhin erwähnt. Also was kommt hier rein? Hier kommt eine wow, liebesvolle, tolle, tiefe Verbindung rein. Ja, das wäre einerseits. Andererseits ist es hier ein finanzieller Vertrag. Irgendeinen Vertrag, also zum Beispiel auch du schließt was ab und es lohnt sich finanziell. Oder du, ja, eine neue Liebe. Ja, okay, manche haben jetzt auch eine Partnerschaft. Es ist eine liebevolle, eine sehr liebesvolle Partnerschaft. Vielleicht macht dir hier dein Liebster oder Liebste ein Geschenk. Ja, auf jeden Fall ist es eine wunderschöne Phase. Oh, die ersten Karten sehen aber wahnsinnig toll aus. Ja, hier kommt Erfolg rein. Hier kommt
Klarheit rein, hier kommt die Lösung rein. Ja, das ist auf dem Schiff. Also du hattest hier ein Ziel und das geht hier in Erfüllung. Hier ist der Schlüssel. Okay, das ist eine sehr, wow. Und du, ja, du schaust noch in diese Richtung. Also die ersten vier Karten, die sind ja super wichtig. Ja, wie fängt es an und was geht es denn überhaupt? Natürlich ist auch das ganze Bild noch interessant. Aber das ist hier, das kommt hier auf dich zu. Ja. Ja, und also, das ist hier einfach auch ein Kaufvertrag. Ja, also du schaust ja in die Richtung. Ein Kaufvertrag, also nicht nur ein Vertrag ist es, aber es kann auch ein Kaufvertrag sein, dass du hier vielleicht dir ein Auto kaufst oder irgendwas Neues kaufst. Ja, und ich sehe auch eine sehr tolle Beziehung hier, eine Beziehung, die Spaß macht, eine Beziehung, die Erfolg verspricht, ja, falls ihr jemand Neues kennengelernt habt, ja, ich würde auch sagen, ja, erfolgreiche Beziehung, definitiv, ja, ein erfolgreicher Vertragsabschluss, ja, für diejenigen, die hier vielleicht ein Auto kaufen oder einen Arbeitsvertrag, ja, oder die Liebe, eine erfolgreiche Beziehung und du schaust in diese Richtung. Vielleicht hast du es schon, vielleicht hast du das schon, ja? Vielleicht ist es schon gerade da. Du hast hier schon irgendwas in der Hand. Okay, du bist hier auf dem Hausplatz, also du bist sehr familiär, vielleicht auch öfters im Haus, ja? Oder dir deine Stabilität ist dir wichtig, ja? Aber du bist auf einem stabilen Platz. Okay, es geht weiter. Es geht hier um eine, sagen wir mal, Selbstständigkeit zuerst. Es geht hier um die Entwicklung von deiner Selbstständigkeit. Es geht hier um Trennung. Es geht hier um Rückzug. Ja, ich würde auch sagen, das ist Ehrgeiz. Du bist sehr, sehr ungeduldig. Ja, weil das ist ja hier auf dem Baumplatz, das dauert dann immer so lange. Also das ist schon was längerfristiges, aber ich glaube, hier ist eine Ungeduld zu sehen. Ja, wann endlich, wann? Ja. Okay, Moment, 3, 6. Lass mich mal die erste Reihe noch auslegen. 7 und 8. Ja. So, und jetzt würde ich es aber gerne noch ein bisschen rüber verschieben. Also ihr seht hier noch den Fuchs, den Sarg. Ich sage es nur, weil ich werde die Karten wahrscheinlich ein bisschen verdecken jetzt oben, damit alles drauf passt. So. Dann überlappe ich es vielleicht doch lieber später. Ja. Ja, ich würde sagen, man trennt sich von etwas, was einem nicht gut tut. Ja. Man trennt sich, man löst sich von etwas, was nicht schön war, was nicht, zum Beispiel ein altes Auto. Hier kann es auch sein, weil es mir so hier wie eine Katze vorkommt, man trennt sich von einer Katze. Ja, aber man trennt sich von etwas Falschem, von etwas nicht Gutem. Es können aber verschiedene Sachen sein. Es kann natürlich der Job sein. Natürlich kann es auch ein altes Auto sein. Oder von irgendwas. Ja, von irgendwas trennt man sich, löst sich, was sich nicht gut angefühlt hat. Ja. Ich würde auch sagen, du trennst dich und lässt dann los. Ja, das ist hier so ein Loslassen. Ich lass es los, ich will es nicht mehr. Für die Selbstständigen, hier würde ich tatsächlich sagen, man lässt die Selbstständigkeit los. Ja? Oder transformiert es. Ja, man lässt irgendwas, wenn man selbstständig ist, los, was nicht dazu gut passt und transformiert es. Ja? Ich denke, irgendwas hat dir hier Kummer gemacht. Oder das ist schon mehr die Schicksalslinie. Ja, trotzdem ist das hier auch die Zukunft, weil es einfach jetzt hier ganz am Anfang war. Ja, aber hier, das kommt hier wahrscheinlich schon. Ist vielleicht jetzt gerade auch schon da, dass du dich von irgendwas loslöst, was dich eher Kummer bereitet hat, was dich traurig gemacht hat. Ja, ja. Hier war eine große Trauer und die möchtest du hier loslassen. Ja, und dann haben wir jetzt auch noch den Brief.
Brief ist auch für mich Trennung. Ja, unter anderem natürlich auch, dass hier eine Nachricht reinkommt. Aber es ist hier auf dem Sargplatz. Und der Sarg ist daneben. Also, man spricht hier über einen Kummer. Ja, es könnte hier auch ein Abschiedsbrief sein. Möglicherweise kommt auch eine Nachricht rein, die hier sehr bedrückt. Aber es ist ja auf dem Platz der Transformation. Ja, wenn hier sowas reinkommt, ich denke, das wird hier transformiert. Ja, dann muss ich davon Abschied nehmen. Dann ist es eben so und gehe auf etwas Neues zu. Ja, mit dem Sarg, der endet was und ja, dann auf zu neuen Dingen. Ja, dass das jetzt auch noch genau auf dieser Linie ist bei dir, ja, das ist schon puh. Und ja, wenn ich das jetzt hier schaue, hier kommt auf jeden Fall ein Brief rein oder eine Nachricht. Ja, Briefe kommen ja gar nicht mehr so richtig. Eine Nachricht kommt hier rein über den Bereich Finanzen, über den Bereich Gefühle. Ja, okay, dann lass mal schauen. Ja, aus der Öffentlichkeit kommt hier eine Nachricht rein. Ja, und das hier, das gefällt mir hier schon sehr gut. Ja, finanzielle Nachricht aus der Öffentlichkeit, eine Beziehung. Ja. Eine Beziehung, also hier ist irgendwie der Park zu sehen, ja. Der Park, der Bekanntenkreis, die Öffentlichkeit. Ja, lass mal weiterschauen. Ich denke, das wird auch ein Treffen sein, ja. Es ist ja auf dem Blumenplatz. Ein Treffen, eine Chance, ein Angebot. Also ein Angebot, das ist eigentlich sehr gut, ja. Ein Angebot ist da, egal ob man hier eine neue Beziehung hat, ob man hier, ja, das, was man sich eben reinholen möchte, ein Kaufvertrag, ja, oder ein Finanzvertrag, Bankvertrag, oder eben, ja, was mit der Arbeit zu tun haben könnte. Ich sag's und da ist es, ja. Wow. Okay, also ich sag immer die Arbeit, aber ich möchte jetzt auch mal alle mit reinnehmen in das Boot. Ja, auch die Rentner, auch die Studenten vielleicht, die die Ausbildung machen, das ist nicht nur die Arbeit, das ist Schule, Studium, Weiterbildung, auch das Hobby. Ja, hier kommt wirklich etwas, eine wundervolle, tolle Phase hier rein, was die Arbeit betrifft. Das ist hier, ja, wenn du hier auf einen Studienplatz gewartet hast, auf einen, oder du hast dich beworben, ja, hier ist ein Vertrag zu sehen, das ist auf dem Glücksplatz, ja, und das kommt sehr plötzlich, ja, das ist hier auf dem Platz der Sense. Ja, hier kommt etwas aus der Öffentlichkeit und das ist Erfolg, definitiv. Erfolg haben bei deiner Schule, bei deinem Studium, bei deiner Weiterbildung, ja, und außerdem die Arbeit, ja. Es kann auch natürlich immer was mit dem Ausland zu tun haben, aber jetzt wollen wir natürlich nicht komplett alles aufzählen. Ah, okay. Man ist unzufrieden. Man hat Angst davor. Ja, beruflichen gibt es hier einen Mangel oder Unzufriedenheit. Ja, ich denke, deswegen möchte man hier etwas Neues angehen. Oder mit der Schule ist man nicht zufrieden. Ja, man hat Angst. Es kann auch einfach nur Angst sein. Ja, es ist hier, Moment, es ist hier auf dem Platz der Routen. Okay. Man hat Angst vor der Kommunikation, man hat Angst hier diese Sache zu, ja, oder es gibt Verzögerungen, was die Bereinigung dieser Sache angeht. Genau, Verzögerung kann es ja auch sein. Okay, Neuanfang ist zu sehen, es ist auch direkt an dir, ja. Du wirst hier einen Neuanfang haben. Ich würde auch sagen, das ist definitiv auch dieser Bereich, einen Neuanfang. Du schaust hier auf den Schlüssel, du kennst hier sowieso die Lösung. Ich weiß, aber es dauert halt so lange, ja. Schau mal. Das dauert einfach sehr lange. Ist mit Verzögerung, ja. Die Mäuse, die knabbern und das verzögert sich hier einfach. Lass mal schauen. Wow, das ist ein glücklicher Neuanfang. Glücklicher Neuanfang mit einem Unternehmen, mit einer Firma. Ja, das ist der Platz des Neuanfangs. Wir haben den Neuanfang direkt daneben. Ja. Und ja. Aber wenn du überlegst, das ist ja ein kleines Kind und das ist auch also klein. Also
Und wenn jetzt die Arbeit daneben ist, dann ist es eventuell nicht eine Vollzeitstelle. Ja? Also es ist jetzt nicht Vollzeit, es ist eine reduzierte Arbeit, ja? Okay, oh, dann kann es ja ein Nebenjob sein, ein Minijob sein. Oder aber, ich sag mal, du willst nur 80% arbeiten. Das ist hier reduzierte Arbeit. Ja, wenn ich genau das mit dem Kind anschaue, ja, was Kleineres, ja, also nicht eine Vollzeitstelle. Das wäre hier auch noch möglich. Auf jeden Fall bringt dir etwas total viel Glück. Ich denke, man trennt sich hier auch von Unklarheiten, ja. Dinge waren dir unklar, aber du trennst dich davon. Ja, ich denke, du bekommst hier wirklich die Lösung rein in den nächsten Wochen. Genau. Hier könnte ein Vorgesetzter sein auf dem Fuchsplatz, ja, und dann ist der Fuchsplatz auch noch drüber. Es kann ein Ex-Partner sein, also es kann jemand aus der Vergangenheit sein, es kann aber auch etwas Vergangenes sein, ja, muss. Oder aber auch ein älterer Herr. Ja. Die Person könnte hier Verzögerung mit reinbringen oder du zweifelst hier an einer Person und es könnte hier jemand aus der Vergangenheit sein oder dein Chef zum Beispiel. Ja. Oh, ja, okay, vielleicht lügt die Person auch. Ja. Also gut, schau mal, hier gibt es eventuell Streit. Ja, dieser Platz ist ja auch der Bärplatz. Du wirst hier Streit haben. Wenn es nichts Großes ist, dann wirst du halt einfach Kommunikation haben. Ja, also wilde Kommunikation. Ja, also man wird hier schon diskutieren. Vielleicht passt irgendwas dieser Person nicht. Schau mal, wenn ich hier mir das hier anschaue, hier wird es ein Gespräch geben über einen Vertrag. Ja. Ich schaue mir immer alle Karten an. Tut mir leid, wenn es manchmal ein bisschen länger geht. Ja, du machst dir hier viele, viele, viele Gedanken, ja, weil es einfach auf den vielen Sternenplatz ist. Aber es kann ansonsten auch viel Glück und Erfolg hier reinkommen. Im Bereich der Finanzen. Du machst dir über die Finanzen oder über deine Gefühle hier viele Gedanken. Oder hier kommt wirklich Glück, Erfolg, Anerkennung, ja, Finanzen oder Gefühle hier rein. Es gibt eine Veränderung im häuslichen Bereich. Das wäre zum Beispiel hier ein Umzug. Umzug oder innerhalb der Wohnung, dass man da irgendetwas verändert. Ja. Schau mal, das wäre hier auch, als würde man hier wegen dem Beruf eventuell weiters wegziehen oder im beruflichen oder eine neue Verankerung, ja, eine neue Verankerung suchen. Ja, schau mal, wenn du das so schaust, hier diese Spiegelung, da ist der Schlüssel für dein Haus. Ja, und du bist sowieso auf dem Hausplatz. Ich glaube, irgendein Thema, was mit dem häuslichen Bereich zu tun hat, wird auch in den nächsten Wochen Thema sein. Aber dennoch würde ich sagen, hier kommt Stabilität rein. Ja. Herausforderungen gibt es hier mit Hilfe, Unterstützung oder mit einer Freundschaft. Ja. Herausforderungen, ja, Bemühungen, was einen Arbeitsplatz betrifft. Es kann hier auch weiters weg sein. Ja, mit dem Berg, das ist nicht gleich um die Ecke. Ja. Also falls du sagst, Schule, mein Studienplatz, oh, das ist weiters weg, ja, das wäre hier auch zu sehen. Das ist hier mit dem Berg, gut, einerseits auch blockiert, aber es ist auch weiters weg. Okay, von Stress, Sorgen, Hektik wird man sich hier trennen, wird man sich lösen. Ja, und das aufgrund eines Neubeginns, würde ich hier sagen. Okay, wow, das ist die Öffentlichkeit. Auf die Öffentlichkeit ist jetzt das Herz gefallen. Aber es ist hier Nebel. Trotzdem, wenn man das jetzt so sieht, es gibt hier eine Unzufriedenheit, was die Liebe angeht. Aber schau mal, das ist hier eine Liebesverbindung. Ja? Es gibt hier einen Neuanfang im Bereich der Liebe. Aufregung, ja, vielleicht ist das aber auch
positive Aufregung im Bereich der Liebe. Ja, hier kommt was im Öffentlichen, also vielleicht macht ihr ein Herzensprojekt öffentlich oder ihr macht was in der Liebe öffentlich. Ja? Okay. So. Ja, hier ist im Bereich Liebe tatsächlich oder Herzensprojekt, ja, Herzensprojekt, das, was du eben angehen möchtest. Hier kommt tatsächlich eine Chance, ein Angebot rein mit Herausforderungen. Ja, also das ist jetzt nicht so Klacks und super viel Glück gehabt. Nee, da musst du dich auch weiterhin bemühen. Ja. Entschuldige bitte. Okay, dann lass mal weiterschauen. Bei den Entscheidungen, egal welche Entscheidung, also nicht egal, aber die Entscheidung, die du angehen wirst, wird dir hier das Glück bringen und den Vertrag, den Abschluss. Ja, einen Abschluss wird es dir bringen. Eine Entscheidung. Du wirst wissen, welche Entscheidung das ist. Boah, und die Entscheidungen sind hier. Okay, man hat Angst vor der Entscheidung. Man weiß nicht, ob die richtig ist oder nicht. Ja, weil es ist der Mäuseplatz. Okay. Im Bereich der Liebe. Oh, kompliziert. Komplikationen im Bereich der Liebe. Vielleicht gibt es hier aber auch jemand anderes. Ja, vielleicht gibt es hier noch mal jemand anderes. Vielleicht eine Rivalin, die sich da einmischt oder eine Ex-Frau, aber auch eine weibliche Person oder einfach es sind Komplikationen. Die Liebe kommt auf Umwegen. Ja. Wow. Eine Veränderung kommt rein im vertraglichen Bereich. Also Liebe, eine Veränderung im Liebesbereich kommt hier rein. Ja, alles, was mit Verträgen, mit Beziehung zu tun hat. Ja, hier kommt eine Veränderung rein. Moment, jetzt nehme ich das in die Hand. So, dann weiterschauen. Lass mich schon mal die Karten ein bisschen hochschieben, damit alles drauf passt. Wow, das Buch ist jetzt auf dem eigenen Platz. Deswegen gut, dass ich Weiterbildung, Schule, Studium auch erwähnt habe. Ja, und schau mal, das ist sowieso hier auf einer Linie. Okay, also mit dem Buch, na klar, es kann ein Geheimnis sein. Ja, es kann hier noch etwas im Geheimen sein. Aber ansonsten kommen hier Informationen rein, was einfach diese Themen hier betrifft. Ja, ich rede ja immer wieder von diesen Themen, ja. Und ja, hier kommen Informationen rein, die eine Veränderung mit sich bringen. Aber es kommt hier alles mit Herausforderungen. Oder hier ist etwas noch, ich sag mal, noch blockiert. Man muss ja einfach, ja, sich bemühen, ja, die Herausforderung annehmen. Ansonsten, ja, vielleicht ist die Veränderung, ich studiere jetzt, ich mache eine Weiterbildung, ich mache einen Lehrgang, ja. Okay, ja, das ist der Postjunge. Das ist der Postjunge auf dem Briefplatz. Ja, der bringt dir hier eine Mitteilung. Diese Mitteilung, ja, kann im Bereich der Liebe sein, kann auch etwas stressen. So. Eventuell, das ist hier auf dem Platz deines Gegenübers oder wichtigen Personen. Natürlich muss es niemals der Gegenüber jetzt sein. Also dein Partner, es kann auch wirklich, du beschäftigst mit jemand anderem eher in den nächsten Wochen als mit deinem Partner. Ja, dein Partner ist einfach da. Ja, das wäre zum Beispiel auch jetzt ein Ex-Partner. Oder es gibt Unklarheiten, was eine Person angeht. Ja, dein Partner oder eben eine Person, eine wichtige Person. Ja, wow. Du wirst hier zufriedener werden, du wirst hier mehr in die Harmonie kommen, ja, weil hier eben auch ein Angebot zu sehen ist, Glück zu sehen ist, Liebe zu sehen ist. Ja, es gibt hier schon Schwankungen, ja, mit den Wolken. Okay, im Bereich der Familie, Sexualität, wird es hier wichtige Entscheidungen geben, schicksalshafte Entscheidungen, ja, egal ob wenn jetzt Entscheidungen reinkommen, das sind nicht Kleinigkeiten und es betrifft die ganze Familie. Ja, du kannst etwas entscheiden, ich kaufe dieses teure Auto, sage ich jetzt mal, Wohnwagen, egal,
Oder es ist, das wird die ganze Familie, das ist eine Riesenentscheidung. Ja, das wird nicht nur dich betreffen, sondern das wird ein großer Schritt sein. Ja. Die Belastungen, ja, das ist ja auch unter anderem, die Familie ist belastet. Ich glaube, das wird hier abgeschnitten. Ja, noch ist sie belastet, aber das geht weg, ja. Die Sense, die cuttet das ab. Okay, du machst dir hier viele Gedanken über deine Ziele. Ja, du möchtest hier Ziele angehen, du möchtest hier etwas in Veränderung bringen und das ist eben jetzt auch auf dem Mondplatz. Ja, darüber machst du dir viele Gedanken. So, es geht weiter. Moment, kann man das noch sehen? Kann ich es noch ein bisschen runterschieben? So, noch ein bisschen. Jetzt. Ja, diese Lösung, die hier reinkommt, die du angehst, auf die du auch schaust, das bringt dir hier wirklich Dauerhaftigkeit, bringt dir Wachstum mit rein, ja. Oh, im Bereich der Gefühle kannst du definitiv drauf vertrauen. Und wenn es Finanzen sind, hier kommt Hilfe, Unterstützung rein. Mach dir da mal gar keine Gedanken. Hier haben wir noch den Gegenüber oder eine wichtige Person. Oh, diese Person schaut hier auf die Sonne, ja, auf Glück und Erfolg. Und ich denke, hier geht es um eine Verankerung mit dieser Person. Wie gesagt, es muss jetzt gar nicht dein Gegenüber sein, ja. Aber hier geht es um eine Verankerung mit dieser Person. Eventuell ist diese Person auch wohnhaft im Ausland, ja, wegen dem Anker. Oder du kennst die Person von der Arbeit, vielleicht ist es auch ein Arbeitskollege, ja, und da ist jetzt gar nicht jetzt mal so großartig die Liebe zu sehen, ja. Also gut, ja, das ist dein Bild für die nächsten Wochen. Lass mal hier schauen bei dir nochmal. Der Stern, hier ist das Glück, das Klee und hier ist die Sense. Hier kommt wirklich Glück. Glück, Klarheit, viel, viel Glück, Leichtigkeit, sehr plötzlich rein. Ja, es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, weil du bist ganz oben und dann, ich denke, das kommt nach und nach, kommt das Glück hier wieder zu dir. Okay, ihr wisst, ich fange immer mit dieser Person an. Also ich sag mal, diese Person, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, wer das alles sein kann, kann jeder sein. Ja, kann auch sogar eine weibliche Person sein. Also ich sage dir mal die Energien. Ich sehe bei dieser Person die Energien von Krebs, Skorpion und Fische, Zwillinge, Waage, Wassermann. Diese Person könnte älter sein oder gleichaltrig. Von der Haarfarbe sehe ich braune Haare, dunkle Haare, graue Haare, weiße Haare. Perücke oder Glatze kann diese Person auch haben. Kann sein, dass diese Person schwierig ist, launisch, ja, und auch unzuverlässig. Aber was hier auch gemeint sein kann, ist, dass es ein Ex-Partner ist oder einfach eine schwierige Person, mit der du hier zu tun hast. Ja, natürlich kann das hier jemand aus der Arbeit sein, aus deiner Ausbildungsstätte, ja, oder Studium, Schule, ja, oder wie gesagt, das kann auch immer Hobby sein, dass diese Person, du hast ein Hobby und da gibt es einfach eine sehr schwierige Person. Ja, okay. Ja, dann lass mal schauen bei dieser Person hier. Aber Moment, also hier sehe ich hier Belastungen. Hier ist zwar die Sonne, ich glaube, die Belastungen bei dieser Person werden weniger. Ja. Okay, dann lass mal schauen. Wow, du kommst hier als fünfte Karte. Okay. Ja. Diese Person hier, wer auch immer das ist, denkt über dich nach. Ja, du hat den Fokus auf dich. Bei dieser Person wird hier etwas öffentlich gemacht, diese Chance, dieses Angebot. Ja, vielleicht ist es jemand aus der Vergangenheit oder ein ganz starker Seelenpartner. Ja, vielleicht kommt hier ein ganz starker Seelenpartner auf dich zu.
Hier sehe ich Aufregung und Stress. Ja, was soll das? Hier ist noch jemand bei dieser Person, ja, vielleicht ist es noch eine Ex-Partnerin, ja, oder aber es gibt hier Komplikationen im Bereich der Liebe bei dieser Person, vielleicht mit euch beiden Komplikationen. Man möchte hier wieder Harmonie haben und Vertrauen, ja. Okay, wenn ich hier schon die Schlange sehe. Ich möchte jetzt nicht wissen, ob das jetzt Komplikationen sind. Ist diese Schlange, ist das jemand Bestimmtes? Ist das jemand Bestimmtes für die Wagen, bitte? Die Sonne. Ist das jemand Bestimmtes? Falls es hier jemand Bestimmtes ist, kann es sein, dass es eine Löwe-Energie hat. Ja, ansonsten ist es mit einer Person, mit der man Spaß hatte. Ja, okay. Mehr Informationen zu der Schlange. Oder mit dieser Person hat man ein Kind. Ja, deswegen vielleicht auch Ex-Partner. Ja, okay. Mehr zu der Schlange, bitte. Was sucht die Schlange hier? Ja, aus der Vergangenheit. Das ist eine Person, mit der man ein Kind hat oder aus der Vergangenheit. Also ich liebe ja diese Kartenlegungen, was die da alles preisgeben. Schreibt mir auch gerne rein, ob es auch für euch passend ist. Es ist jetzt keine persönliche Kartenlegung, aber trotzdem. Moment, ich muss mal ein bisschen rumschieben hier. Okay, dann haben wir mal diese Person hier geklärt. Wir gehen weiter zu der Liebe. Die Liebe öffentlich machen. Ja, Komplikationen gibt es hier. Lass mal schauen. So, was kommt im Bereich der Liebe? Eine Veränderung. Veränderung in der Beziehung. Ja, wenn ihr Single seid, da kommt eine Veränderung rein. Ja. Wow, schicksalshaft kommt hier was rein. Ja, mit dieser Person. Und jetzt kommst du wieder. Jetzt wiederholt sich's. Ja, Liebe in der Öffentlichkeit oder Liebe öffentlich machen. Jemand Vergangenes? Stress, Sorgen, Hektik darüber. Also das kann ein ganz großer Seelenpartner sein oder jemand aus der Vergangenheit. Oh je. Also Liebe ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt großartig weiterschauen werde. Ja, also bei persönlichen Kartenlegungen kann ich wirklich speziell für euch schauen, aber jetzt gucke ich einfach mal. So, was kommt im Bereich der Liebe auf meine Waren zu? Vielleicht kommt hier jemand, ja, aber du nimmst es nicht an. Nee, nee, will nicht. Oh, wow. Mein Herz ist noch zerbrochen. Ich habe noch einen Herzschmerz. Nee, ja, ich möchte jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht. Ah, ein bisschen. Also für einige kann der Ex-Partner hier reinkommen, ja, und du willst es nicht, ja. Ja, oder eine Trennung. Vielleicht ist man hier kurz vor der Trennung. Deswegen auch die Komplikationen. Die Liebe ist gerade kompliziert. Okay, Beziehung, ja. Beziehung, dann, es kann auch ein Vertrag sein. Ich mache das jetzt hier bei meinen Legungen mehr jetzt, dass ich in Richtung Liebesbeziehung schaue. Mal sehen, ob der Anker jetzt noch irgendwie noch dazwischen kommt. Aber gut. Also was kommt im Bereich Beziehung, Verträge? Wow, eine Transformation. Es wird nicht so sein wie davor. Ja, das ist eine Transformation. Du warst Single, wirst jemand finden. Du hast jemanden, wirst dich trennen oder etwas transformieren. Ja, oder im vertraglichen Bereich wird es eine Transformation geben. Ein Abschied, im vertraglichen eine Beförderung, etwas Neues, etwas Altes muss man wirklich hinter sich lassen. Ein Neuanfang. Ja, das ist ein Neuanfang. Egal welcher Bereich das ist auch wenn ihr jetzt in die Schule geht, neue Schule. Ja, das würde ja sogar passen jetzt zu Schulbeginn, ja. Hier kommt ein Neuanfang im Vertraglichen, was auch das Häusliche betreffen kann. Das wird dir sehr viel Glück bringen. Ja, der Bote bringt dir hier schon was rein. Es ist schon auf dem Weg, aber das ist jetzt sehr langsam. Das Schiff ist ein bisschen langsam. Gedulde dich.
Und wenn hier was reinkommt, ist es teuer. Oder wenn jetzt die Liebe natürlich reinkommt, das ist wow, also das ist eine wahnsinnig starke Verbundenheit, wow. Also man ist richtig süchtig nacheinander, ja. Okay, was kommt hier Beziehungen, Verträge für meine Waagen rein in den nächsten Wochen? Was haben wir hier Schönes? Ha, da hast du lang gekämpft, lang durchgehalten, ja. Und das ist für mich der Sieger. Ja? Neun der Stäbe, der hat nicht aufgegeben. Der hat sich ein Bein gebrochen, einen Arm gebrochen, hat aber nicht aufgegeben. Ja? Es hat lange, lange gedauert. Ich bin aber dran geblieben, habe nicht aufgegeben. Was kommt sonst noch im Vertrag? Ja, König der Münzen. Es kommt was im Finanziellen. Ja, also. Ich denke, du wirst hier schon die richtige Verantwortung haben. Also es kommt hier was rein, du hast nicht aufgegeben im Vertraglichen und ich denke, es kommt hier Sicherheit rein. Ja, genau, so würde ich sagen. Sicherheit, du bist geschützt, du bist beschützt. Ja. Ja, also es hat sich gelohnt zu kämpfen, dran zu bleiben. Ja, so würde ich das sehen, ja, wenn du auch jetzt einen neuen Studienplatz hast, es ist richtig gewesen, ja, du hast viel versucht und es hat geklappt. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade auch viel Studium und so weiter nennen möchte, aber ja, gut. Also gut, was haben wir denn hier noch Schönes? Wow. Im Finanziellen, im Bereich der Gefühle kommt hier, ja, es kommt hier was rein, ja. Das Schiff ist da, du wirst hier deine Ziele erreichen. Du wirst hier deine Ziele erreichen, ja. Hier kommt eine Nachricht rein, die eine große Veränderung mit sich bringt, was das Vertragliche betrifft. Und es wird hier eine, also schon eine große, es ist auf dem Sargplatz, ja, das ist eine, schon eine große Veränderung hier zu sehen. Schau dir mal dein Mittelfeld an. Du bist ja auch fast dabei, ja, also du bist dabei, du bist dabei, ja, wow. Ein Neuanfang. Weil hier eine Chance, ein Angebot reinkommt, ein Date, eine also Liebesbotschaft sowieso. Also viel Glück, viel Klarheit, viele Neuanfänge wäre es hier auch. Ja? Kann sein, dass du nicht nur ein Projekt vorhast oder mehrere Dinge. Ja? Glückliche Liebe, eine Chance, ein neues Angebot, eine Entschuldigung im Bereich der Liebe kommt hier auf dich zu. Hier kommt Hilfe, Unterstützung auf dich zu. Unklarheiten gibt es hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Gesundheit ist. Unklarheiten mit der Gesundheit, Unklarheiten mit einer Entwicklung. Ja, Entwicklung, was eine Firma betrifft. Wow, Zufriedenheit, Erfolg kommt hier rein für dich. Hier mit dieser Person hast du hier Entscheidungen vor. Oder hier ist, diese Person belastet dich. Diese Person, wer auch immer das ist, im beruflichen Bereich oder Nachbarschaft oder wer auch immer, da sind Belastungen zu sehen. Aber auch die werden hier gelöst werden, weil die Sonne ist halt hier. Ja, genau. Also gut, wenn ich so den Bereich Wohlbefinden, Gesundheit, ja, zum Arzt gehen, bitte, wenn was ist. Ansonsten würde ich sagen, du brauchst hier Mineralien. Ja. Vielleicht hast du hier auch etwas im Bereich Rücken, ja, der Wirbelsäule, Halsbereich kann es ja auch sein, Brust, Mineralstoffmangel, ja, da könntest du einfach ja, dir noch irgendwelche Vitalstoffe zuführen. Ja, mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen. Es ist jetzt nichts Großartiges zu sehen. Also gut, dann kommen wir hier mal dazu. Ja? Schule, Studium, Beruf, Hobby, Ausland. Ja? Was kommt hier in diesem Bereich auf dich zu? Hier wird definitiv etwas in Aktion gehen. Hier geht etwas voran. Hier bist du dran. Ja? Okay, dann lass mal schauen. Gespräche, Kommunikation darüber. Also was diese Sache betrifft, dieser Bereich. Es liegt dir aber auch sehr am Herzen, das ist ein Herzenswunsch, das anzugehen, das zu klären, das zu bereinigen.
Eine Veränderung kommt hier rein. Wow, eine wichtige Veränderung. Es belastet aber auch. Ja, Belastungen sind hier da zu sehen. Ja, eine Aktion kommt hier rein. Betrifft dich. Und dann haben wir hier den Park. Eine Aktion wird öffentlich gemacht. Hier kommt eine Chance, ein Angebot aus der Öffentlichkeit auf dich zu. Ja, der Park ist tatsächlich auch Schule vielleicht, ja. Okay, also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass viele auch eine Weiterbildung noch machen, ja. Auch diejenigen, die jetzt gearbeitet haben, dass sie sagen, hey, ich mache jetzt eine Weiterbildung. Ja. Okay, dann lass mal schauen, was kommt hier im Bereich Anker, Beruf, Schule, Weiterbildung. Was kommt hier auf meine Wagen zu? Wow, schon wieder der Kämpfer. Okay, wir haben hier den Kämpfer. Ich gebe nicht auf, ich habe noch nicht das Richtige. Wow. Was kommt auf euch zu? Das ist schon der Langsame. Also das ist wirklich der oberlangsame Ritter. Ja, es kommt ein Angebot, aber wann? Wann klingelt er denn endlich? Okay, nochmal. Nochmal. Aber es ist was Stabiles. Wenn der mal endlich da ist, wenn der mal endlich auch mal losreitet. Ja, in der Hand hat das. Wow. Ja, das ist ein Angebot. Es kommt irgendwas von außen. Ja, das ist hier auch das Glücksrad hat sich gedreht, aber weil du dich bemüht hast, ja, mit den neun Stäben, da hat jemand wirklich sich verletzt, gelitten, getun, gemacht. Und jetzt, ja, der Ritter war schon auf dem Weg, ist schon auf dem Weg, der Langsame hier, der Langsamste überhaupt. Aber du kannst darauf vertrauen, ja, der bringt dir schon was Solides. Ja, und hier ist etwas zu sehen. Also das ist jetzt nicht nur beruflich zu sehen, sondern hier, wenn es wirklich, ja, hier, diese Person hat was dabei. Ja, es kommt von außen, es ist ein Angebot, es ist eine neue Chance und es wird dir gereicht. Ob du das dann annimmst oder nicht, ist dann deine Entscheidung. Aber es wird sich, ich glaube schon, lohnen. Ja, hier ist wirklich eine neue Möglichkeit, ein neuer Beginn. Du kannst etwas Neues starten. Hier ist Erfolg zu sehen, ja. Genau. Eventuell für einige eröffnet es auch einfach neue Ideen, ja. Wenn zum Beispiel du ein Angebot oder irgendwas bekommst, dann hast du vielleicht eine neue Idee dazu, ja. Okay, das ist schon mal hier der Bereich Anker. So. Anker kann natürlich auch die Beziehung betreffen, die Verankerung. Dann würde ich auch hier sehen, da kommen vielleicht zwei Angebote rein. Einer auf dem Pferd und der andere, ja, hat es auch schon dabei. Ja, kann auch die Liebe sein, Beziehung. Okay, dann wollen wir mal die Finanzen anschauen. Ja, Finanzen gleich die allererste Karte. Ja, das scheint hier ein wichtiges Thema zu sein für euch. Okay. Aber der Bote scheint dir hier etwas zu bringen. Ja, Hilfe, Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Okay. Hier kommt was rein mit Verzögerung. So würde ich das sehen. Du zweifelst noch daran. Falls dir irgendwas finanzielles Angebot kommen sollte, nee. Also Vorsicht, Vorsicht. Da muss ich zuerst mal alles bedenken, alles recherchieren. Ist auch vollkommen in Ordnung. Du traust dieser Sache nicht ganz. Ja, du hast Angst hier, wenn hier etwas reinkommt. Du bist noch unzufrieden, ja? Wenn hier was reinkommt, nicht so ganz, wie ich es gedacht habe, oder ja. Man macht sich auch viele Gedanken über den Bereich Finanzen. Ansonsten würde ich sagen, Glück und Erfolg kommt rein, weil es auf dem Platz der Sterne ist. Ja, ein Geschenk sehe ich hier. Das hier ist ja mal richtig ein Geschenk, ja, umzingelt von Geschenken. Okay, ein Geschenk kommt hier, finanzielles Geschenk, ein Angebot, ja, vielleicht ist es ein Angebot. Hier kommt aber was rein. Hier ist der Blumenstrauß, ja. Vielleicht weißt du davon noch nichts oder diese Information kommt jetzt mal rein. Ganz, ganz plötzlich kommt hier was rein. Kann auch sein, dass hier etwas abgeschnitten wird, ja, dass du dachtest,
boah, ich krieg so viel. Nee, da geht noch was weg. Wow. Und dann, ja. Viel Erfolg im Bereich der Finanzen, viel Glück, Wohlstand, ja, sagen wir es ruhig mal, Wohlstand für meine Wagen, ja, mit der Sonne definitiv, ja, die Sonne ist einfach wahnsinnig stark und das ist hier, ja, Positives kommt rein, Freude kommt rein, ja, im finanziellen Bereich. So, zeige mir jetzt nochmal mit den Tarotkarten, was hier für die Wagen im finanziellen Bereich reinkommt. Moment, ich möchte irgendwie gut mischen, ja? So, ja, hier kommt was rein. Du siehst ja auch hier, hier sitzt jemand am Tisch und die bekommt ihren Lohn. Die hat die Hand auf und bekommt hier Münzen. Okay, also von irgendwoher bekommst du hier Geld. Hier kommt was rein. Das ist auch gerecht, ja, 6. Münzen. Das ist fair, dass du jetzt entlohnt wirst. Ja, ich weiß nicht, ob das im beruflichen Bereich sein kann. Von irgendwo kommt Geld für dich rein. Nochmal eine Karte, bitte. Ja, nochmal eine Karte, bitte, was im Finanziellen für die Wagen reinkommt. So, das ist aber schon so rum. Ja, ich denke irgendwie, wow, schau mal, hier haben wir noch den Ritter der Münzen, der bringt dir hier auch noch mal was. Ich denke, hier kommt irgendwie, vielleicht ist es ein Zweitjob. Ja, ein Zweitjob bringt dir Zweiteinnahmen. Oder hier kannst du endlich wieder schon, also nicht jonglieren, hier balancieren. Also jetzt kommt wieder Balance in dein Geldbeutel rein. Ja, Balance. Hier, natürlich, es kann sein, dass hier noch ein zweiter Job, ein zweites Angebot kommt, was dir mehr Geld bringt. Ja, ich denke auch Flexibilität kommt hier rein, in die Finanzen, dass du mehr flexibel bist. Ja, genau. Okay, ist doch schön. So, ich glaube, wir sind hier mit allem wieder durch. Jetzt kommen wir zu dir, ja, zu meinen Wagen. Hier kommt eine Chance, ein Angebot aus der Öffentlichkeit. Ein Date, irgendwas aus der Öffentlichkeit, eine Verabredung, eine Einladung. Ja, eine Einladung, ein... Genau. Etwas Großes kommt hier rein, ja, oder etwas aus der Vergangenheit oder eine Seelenpartnerschaft, wie gesagt. Das bringt hier Aufregung und Stress mit rein. Ja, es kann auch positive Aufregung sein. Ja, Komplikationen sind hier zu sehen. Es kommt hier auf Umwegen. Ja, es ist jetzt nicht so geradewegs, dass du es erhältst, diese Chance. Nein, es kommt hier auf Umwegen. Für einige bringt es auch noch Komplikationen mit sich. Aber es wird hier wieder balanciert. Ja, es wird hier wieder balanciert. Es kommt hier wieder in die Zufriedenheit. Vertraue darauf. Vertraue darauf, dass hier Glück und Erfolg die Lösungen sich für dich eröffnen. Ja. Okay. Dann lass mal schauen hier. Finanzen, Beziehung, Vertrag, Beruf, Schule für dich, für diesen Gegenüber hier. Der Neuanfang, nee, hier ist ein glücklicher Neuanfang. Was ist das hier? Was ist das hier? Und dann haben wir noch mal eins. Hier gibt es Veränderungen im häuslichen Bereich. Lass mal das schauen. Oh, ja, du hast den Schlüssel. Ja, für die, die umziehen wollen, da ist der Schlüssel. Du bekommst hier ein Angebot. Was ist hier mit diesem Gegenüber oder dieser wichtigen Person? Hier kommt wieder Harmonie, Zufriedenheit rein. Balance. So, hier ein Neuanfang, Glück,
Du kannst darauf vertrauen, hier kommt Unterstützung rein, hier kommt viel Glück rein, vertraue darauf. Ja, das ist eine Vollendung, hier ist die 10. Eine Vollendung kommt jetzt in den nächsten Wochen. Finanzen, große Finanzen, das sind große Finanzen, große Beträge. Oder vielleicht Geld vom Chef. Auch, ja. Vertrag, hier ist ja ein Vertrag. Vielleicht sind das zwei Verträge, ja, das können zwei Verträge sein, die du angeboten bekommst oder zwei Liebesdates sind für dich, oh, der ist toll, der auch. Das hier oder ein Vertrag, man ist sehr aufgeregt, da kommt man in eine Stresssituation rein, ja. Okay, beruflich, da kommt etwas auf Umwegen, ja, das ist jetzt tatsächlich nicht geradwegs sofort eingestellt oder sofort Studienplatz bekommen. Nee, das sind Komplikationen noch, das dauert noch ein bisschen. Oder es kommt auf Umwegen. Ich denke, da kommt was, aber auf Umwegen. Ja, vielleicht wartest du da schon länger darauf. So, was haben wir dann bei dir? Wow. Ich denke, du wirst wieder mehr in die Öffentlichkeit gehen, du wirst dich mehr zeigen, du wirst offener werden. Ja. Ich glaube, du fühlst dich wohler. Also ich glaube, in den nächsten Wochen wirst du dich wieder wohler fühlen.